Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich glaube, viele haben schon lange drauf gewartet. Wir machen weiter im Karrieremodus. Wir sind auf der Korn Ferry Tour und ihr seht es auf der linken Seite. Es steht an die Florida Open Ponte Vedra Beach in Florida und wir spielen den Stadium Course von TPC Sawgrass, einem geschichtsträchtigen Kurs von Pete Dye konstruiert bzw. layoutet und designt und ich freue mich schon unheimlich drauf auf dieses Match, aber wir schauen mal ganz kurz hier in die Rankings und Augenblick. So, wir müssen hier rüber schauen in die Korn Ferry Tour Rankings und ich bin ein kleines bisschen irritiert, weil wir haben schon 4 Events gespielt. Ich wüsste gar nicht, welches das 4. ist, aber nichtsdestoweniger 2 gewonnenen Turniere und wir sind gerade mal mit 2 Punkten hinter Mr. Rogers. Also sehr, sehr aussichtsreich liegen wir hier im Moment in dieser Tour ganz vorne mit dabei und ihr seht es ja auch hier unten, wir haben die California Classic auf dem Riviera Country Club haben wir ja gewonnen und an diesen Erfolg wollen wir natürlich anknüpfen, wenn wir jetzt nach Florida gehen. So, also legen wir los. 18 Bahnen, Stroke Play und ja, 4 bis 7 Miles per Hour der Wind, das ist okay, nicht allzu streng. Ja, ich würde sagen, wir legen los mit TPC Sawgrass und der Korn Ferry Tour. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to showcase the finest young golfers from around the globe. From Ponte Vedra Beach, Florida and TPC Sawgrass, live opening round coverage of the Florida Open. What might we have in store for us over the course of these next 4 days? We've got big names, we've got dark horses, we've got it all as we look at the leaderboard on this Thursday. A number of folks in contention, including our leader. So, da stehen wir also wieder am ersten Abschlag, The Players Stadium Course of TPC Sawgrass. Wir schauen mal ganz kurz ins Leaderboard. Wir starten ja etwas später. Und das heißt, hier sind schon einige unterwegs. Und wenn ich das richtig sehe, sind schon die meisten auch im Clubhaus. Und 6 unter ist also im Moment das Maß der Dinge. Okay, wollen wir es angehen? Wir gehen es an. Wir sind hier am ersten Paar 4, 422 Yards. Es gilt, den Ball nicht zu weit links zu spielen und natürlich auch nicht in den Bunker, damit wir eine gute Ausgangssituation haben für den zweiten Schlag aufs Grün. Wir sehen, es kommt doch ganz schön Wind von der Seite. Jo, und deswegen werden wir den auch so in diese Richtung platzieren. Mit einem leichten Fade werden wir etwas versuchen gegenzuhalten. Und ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Der sieht schon mal ordentlich aus und kommt schön mit der Fairway. Sehr schön. Always nice to get that first one out of the way and that's going to be a good one to get this tournament started. 129 Yards noch bis zum Stock. Let's bring in Nota Begay the third. Nota, this player very simply has the look of a winner. The bounce in the step, the smile, the ease with which they're playing this next round. Nothing like getting that first win in your hip pocket, right? You know it. Well, over the course of your career, there's a handful of things that you always remember. You remember your first win as a junior golfer. You remember your first big win as an amateur. Now, your first win as a professional sticks in your mind for the rest of your life, but this is the professional game. You've got to keep building. So, wir sehen ja, dass hier rechts vom Stock es bergab geht. Das heißt, hier ist eine Kuhle. Und die Fahne kurz gesteckt ist auf so einem kleinen Plateau. Natürlich wäre es super, könnten wir den Ball dort zum Liegen bringen. Ja, scheint mir ein bisschen kurz zu sein. Springt er noch drauf? Ah, kommt natürlich die Vollsfront runter. Das heißt, als nächstes müssen wir den da hochpitchen. No doubt. This one didn't quite look right on that one.
So, Pitch 12. Okay, 8. Der springt nach rechts. Wir werden den etwas höher anspielen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch ein bisschen berghoch. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir links bleiben, damit er uns nicht rechts runterrollt. Ja, noch ein bisschen kürzer. Okay, 3 Fuß, das ist okay für einen Pitch. Aus der Entfernung, denke ich. Ja, kann man lassen. So, dann sollten wir doch unser erstes Pärchen hier eintüten. Das erste Pärchen eintüten wäre wichtig. Okay. Well done. That is in for a par here at the first. And he'll stay at even par. Frank, what do you make of the par 5 second? Doglegs to the left, so there's a decision to be made here all the time, but a good hooking tee shot that takes the trees on the left out of play and even the rough on the right. Good tee shot here. I've seen people get home with as little as a 5-iron. So, die nächste Bahn ist schon wieder sehr, sehr spannend, weil da ist auf jeden Fall der zweite Schlag ganz wichtig, dass man den sauber platziert, um dann einen guten Pitch oder einen guten kurzen Schlag ins Grün zu haben. Okay. Oh, wir haben ein Safe, das ist schön, das ist sehr schön. Ja, hier müssen wir schauen, dass wir auf jeden Fall auf die linke Seite kommen. Und, ah ja, da sehen wir schon, da haben wir ein bisschen Bäume. Okay, dann werden wir hier mit einem Draw versuchen, hier rumzukommen um diese Äste. So, jetzt, ja, lauf geradeaus, gut. Another very nice tee shot. He looks awfully comfortable here with these first couple of drives. Ja, ein Holz 3, damit könnten wir das Grün erreichen, okay. Der Wind wird uns auf jeden Fall helfen, über die linke Seite zu kommen, das ist gut. Aber ob wir das mit einem Holz machen oder mit dem Hybrid? Ist natürlich das Problem, dass man hier sieht, hier vorne natürlich, dass die False Front nach links wegkippt. Kommen wir also zu weit hier drüben auf, dann wird er nicht aufs Grün kommen. Aber ich würde trotzdem bevorzugen, mit dem Hybrid hier reinzuschlagen. Oh ja, der Wind drückt den ganz schön rüber. Da müssen wir eigentlich gar nichts zusätzlich machen. Ja, wir gehen hier auf die linke Seite. Und dann werden wir noch mal ein bisschen hoch anspielen, damit er hoffentlich gut zum Liegen kommt. Also die Kurve ist schon mal nicht verkehrt. Ah, ist zu lang. Der ist zu lang, oder? Ja, der rollt durch. So, und auch noch ins Rough. Schade. Really hit that second shot on the button to this par 5, but Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. So, ich versuche es in der Regel ja dann immer mit dem Flop. Okay. Müssen wir mal schauen. Ich denke, den müssen wir ein bisschen länger schlagen. 93, 97. So, da denke ich, haben wir noch eine Birdie-Chance, oder? Ja, erstmal die Kleidung ein bisschen sauber machen. Und den Putt, den sollten wir doch stopfen können. Der liegt nämlich gut auf der Seite. Da haben wir kaum Break. Okay, no problems there. Finishing off a birdie at number 2. So, 22. Da sind wir im Moment. Natürlich gilt es erstmal, den Cut zu schaffen. Long, but 2 is a rarity here. Difficult green and you don't see a lot of tee shots actually finish close here for some unknown reason. Ja, gar nicht so ohne dieses Par 3. Man sieht hinten dann eine Bunkerlandschaft hinter dem Grün, der natürlich den Ball auffangen soll. Oh ja, wir haben Rückenwind und ein Eisen 7 bringen wir aber relativ schnell zum Liegen. Aber mit dem Rückenwind wird er auf jeden Fall etwas länger. Dann hat man hier eine kleine Kuhle.
Oder gehen auf jeden Fall über rechts. So, schnell zum Liegen bringen. Ah, geht mir rechts weg. Er geht leicht rechts weg. Okay, komm, bleib liegen. Okay. That one safely on the putting surface. Birdie putt coming up, and we go to Iona Stephen. Yeah, this has got a good chance because we're going slightly up a hill with just a little bit of break. Makeable. So, 7 Inches nach oben. Am Anfang geht es vor allen Dingen kräftig nach oben. Dann sind wir da oben auf dem Plateau und da wird der ausrollen. Und das Problem ist natürlich hier, dass es gleich hier am Anfang links wegkickt. Oben rollt er dann gerade. Das heißt, wir müssen eigentlich die Kurve finden, damit er dann auf der Hälfte der Bahn gerade ist. Ja, wenn er oben ist, sollte er gerade laufen. So bricht er rüber und läuft hier lang. Okay, bisschen so. Okay. Ja, der ist zu weit. Okay. Zu weit rechts, aber ein guter Putt. Ja, good speed. Also wir kriegen langsam so ein bisschen die Entfernung rein, auf jeden Fall für die Putts. Das ist schon mal wichtig. So, da sind wir total platt. Das heißt, hier gibt es kein Break und nichts. Einfach noch ein Tap-In zum Pärchen. So much focus here, Frank, on 16, 17, and 18. Number 4 is a hole that gets overlooked, but it's a fun one. Yeah, the second shot here is more daunting, especially when that flag's on the left. So you really do start looking at that blue stuff, water. Ja, wir sehen es hier, er spricht es auch an, die Flagge, wenn sie auf der linken Seite ist, da ist nämlich unten so ein kleines Plateau. Und wenn wir das nicht sauber treffen, dann besteht die Gefahr, dass er dann zu sehr links das Plateau runterrollt und tja, eventuell Bekanntschaft macht mit dem Wasser. Okay, wir müssen den hier ordentlich reinspielen. Natürlich auch gucken, dass wir den ordentlich aufs Fairway bekommen, damit wir alle Optionen haben für den Annäherungsschlag. Der Wind kommt von links. Ich würde den einfach mit dem Wind spielen wollen. So. Ja, so viel macht er gar nicht, aber das passt, denke ich. Er springt auch noch ein bisschen nach rechts. Ah, so tempting to go for it right, but that's a very smart layup. Gonna leave a simple little wedge shot into this fourth green. So, knapp 280 Yards haben wir hier geschlagen mit Roll. Right breeze, something to consider here as he eyes this second shot. So, der Wind geht von links nach rechts. Das heißt, er hilft uns eigentlich, den Ball vom Wasser wegzuhalten. Man sieht es hier, hier drüben, da ungefähr beginnt die Welle. Ja, und man sieht es auch hier, hier ist rot. Das heißt, alles, was dann anfängt, hier links runter zu rollen, wird kaum noch halten. Zumal logischerweise dann diese Holzplanke gar nichts mehr hält. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, der Wind von links, das ist okay. Ein 50er Wedge wird wenig Spin haben. Wir gehen aber trotzdem etwas hinter den Stock. Okay. Ja. Ja, wenn halt der Wind nicht den richtig greift, ne? Wenn er den nicht so nimmt, wie es hier angezeigt ist, dann haben wir Trouble. Aber trotzdem wollen wir ein bisschen Risiko gehen, weil sonst haben wir ja gar keinen Spaß. Ja, aber der nimmt den. Der Wind nimmt ihn. Aber er ist zu weit rechts oben. Das heißt jetzt, ja, kommt er runter? Kommt er? Ah, jetzt müssen wir den die Welle da runter packen. Look here at Birdie. Well, yeah. There's no doubt about it. This one will move from right to left. Not the biggest slope, but has to be considered. So, 5 Inches nach unten. Das heißt auf jeden Fall so. Der soll uns nicht abhauen. Aber das ist jetzt natürlich extrem schwieriger Putt, auf jeden Fall, weil es permanent nach links runter geht und zwar richtig. Ja, normalerweise müsste man den sehr weit rechts, aber wir spielen den sehr langsam, weil er dann Tempo bekommt. Na, es geht eigentlich. Ja, wir spielen den sehr weit rechts an. Der müsste dann so runterkippen. Er bricht sehr früh nach links. Ja, okay.
Zu wenig Tempo, aber bleibt praktisch pinhigh liegen. That's not too bad. At least it didn't race away. So, alles, was wir stopfen zum Pärchen im Zweifel, hilft uns. Jetzt schauen wir nochmal. Level, ne? Level, ja. Bisschen mehr, den stopfen wir, weil er bricht. Okay, that one finished off. It's a par here at four. So, wir müssen immer noch 22. sein, oder? 21. Weil allzu viel wird sich ja jetzt nicht mehr tun. Die meisten sind ja drin. If ever a hole was built for Lee Trevino, who used to love to cut it, this would be the hole. It just looks and screams for a shot that's hit left to right. And that's the only way really to avoid bunkers left and long and that one that's all the way down the right side. Ja, natürlich gilt hier auch, das Wichtigste ist erstmal die Fairways sauber zu treffen, damit man eben gute Annäherungen spielen kann. Ich meine, die Grüns sind in der Regel nicht so schwierig und kompliziert, aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir an den Stock kommen, denn lange Putts werden hier jetzt auch nicht unbedingt fallen. So, wir haben jetzt richtig Gegenwind, deswegen würde ich den jetzt auf jeden Fall etwas flacher spielen. Ja, geht ein bisschen rechts rüber, aber da müssten wir genügend Platz haben. Wenn er jetzt nicht nach rechts wegbounced, komm, bleib oben. We've already seen some narrow landing areas on these first few holes. Number 5, no different, and that is really a good tee shot there. Okay, 196 Yards, das ist ordentlich in Eisen 5 jetzt natürlich. Wir müssen den reinfaden, die Bahn oder das Grün gibt uns eigentlich die Kurve vor. Wir haben Gegenwind, das heißt, es hilft uns, den Ball schneller zum Liegen zu bringen. Ich würde es aber trotzdem mit einem Eisen 6 probieren. Und dann faden wir den Ball rein, dass er vielleicht dann hier hochrollt. Wir faden den Ball ein bisschen rein. Ja, richtig faden. Die Kurve nimmt er extrem, das ist gut. Und bleibt hoffentlich am Stock liegen. Da denke ich, haben wir die nächste Birdie-Chance. Outstanding strike right there, right off the center of the club face. And a good chance for birdie. Ja, so sehe ich das auch. Wir haben wenig Break. Und es geht ein bisschen nach unten. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich hier nichts verändern. Wir gehen über die rechte Lochkante. Wir gehen noch ein bisschen mehr über die rechte Lochkante, weil der müsste auf jeden Fall schön breaken. Aber geben noch ein bisschen Tempo mit. Das müsste doch passen. Yo! Yes, a good read. It's a birdie here at five. Frank, what are the players facing here at the 6th, 393-yard par 4? Ideally, you just want to hit that ball about 250 yards. It's going to leave you a shot of sort of 140 yards in. Then the green looks quite big because you're far enough back that those palm trees don't become a problem. Ja, man sieht es und auch hier wird es wieder angesprochen. Es sind natürlich die Bäume hier ein bisschen schwierig. Da muss man den Ball mit dem Drive genau ablegen, damit man eben keine Schwierigkeiten hat, hier um die Bäume rumzukommen. Und da die Fahne jetzt aber im Moment mittig steckt, ist das eigentlich soweit okay. Deswegen werden wir versuchen, über die linke Seite zu gehen. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Ja, das sollte so passen. Da gibt es eine Welle und dann drückt er den in die Mitte. Aber wie gesagt, das ist diesmal nicht ganz so kompliziert am ersten Tag. Da ist die Fahne noch einigermaßen mittig. Interessanter wäre das definitiv, wenn sie dann ganz rechts zum Beispiel steckt. Dann darf man auf keinen Fall rechts im Fairway sein. So, das sollte soweit passen. Yep. Ja, springt sogar noch ein bisschen nach links. Yep. Also die Ausgangsposition ist schon mal gut. 93 Yards. Ich denke, eine 60er, oder? Ja. 93 Yards is the number as he sets for his second. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das 60er wird, das 60er wird definitiv spinnen. Approach spinnen mit Finesse wenig. Wir machen Approach und dann schauen wir mal, ob der zurückkommt.
Der Wind, okay. Wir haben aber ein bisschen Rückenwind sogar. Okay, dann versuchen wir das mal so. Ah, ich glaube, das war ein bisschen zu wenig Speed. Ein bisschen zu wenig Speed, wenn der jetzt zurückkommt. Ah, schade. Aber trotzdem wieder eine Birdie-Chance. I could have just done with a little bit more for breakfast. Just a little short, man. Maybe I'm being harsh. It's a good shot. Ja. This a little under 10 feet for birdie. Genau, also wir haben wenig Break und dass es den Berg hoch geht. Ne? Es geht den Berg hoch. Ja, es geht den Berg hoch. Auch wenn hier Level steht, es geht erstmal den Berg hoch und da vorne haben wir ein bisschen Break, also über die linke Seite. Und es tut sich aber dann da oben gar nichts. Naja, okay, dann machen wir so. Bisschen mehr nach innen, okay. Sauber! Yeah, well done. It's back-to-back birdies here on this front side. And he'll move to 3 under par. Just 3 back. Ja, es sieht tatsächlich so aus, als könnten wir die gute Leistung vom vorigen Turnier wiederholen. 51-yard par for 7th. You've got that fairway bunker that goes forever and then the lateral water hazard running almost the entire left-hand side of the hole. There's trouble wherever you look here. So, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, weil ich habe, glaube ich, im letzten Livestream ja darauf hingewiesen, TPC Sawgrass, dafür bekannt. Martin Keimer hat ja da 2014 war es, also ist jetzt auch schon lange, lange, lange her. 2014 konnte hier Martin Keimer tatsächlich die Players gewinnen und ich glaube im selben Jahr dann eben auch die US Open, sein zweites Major. Und man erinnert sich eben daran, dass er ja gut geführt hat, er hatte eine sehr gute Führung, hat dann aber, wenn ich richtig weiß, an der 15 ein Doppelbogey kassiert und Jim Furyk war ihm auf den Fersen, er hatte dann nur noch einen Schlag Vorsprung und die 16 ist ja eigentlich ein prädestiniertes ein Paar 5, um dort einen Eagle oder einen Birdie zu spielen, das ist aber Martin Keimer nicht gelungen und dann war ja die berühmte 17 Aktion, wo er Glück hatte, dass mit dem Backspin ihm der Ball nicht vom Inselgrün heruntergerollt ist, dann hatte er so ein bisschen ja einen verpatzten Chip und dann aber einen Monsterputt über die Welle, um das Paar zu retten und konnte dann tatsächlich die Players damals gewinnen. Gibt es auch ein sehr schönes Video davon und das sollte man sich ansehen, das werde ich euch verlinken hier in die Videobeschreibung und zwar für die gesamte Serie, die wir hier auf TPC Sawgrass unterwegs sind. Die berühmte 17, Martin Keimer, als er die Players gewonnen hat, 2014. So, das nächste Par 4 steht an, 440 Yards. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Gegenwind. Auch hier schauen wir, dass wir eher über die rechte Seite gehen, weil dann rollt er hier ein bisschen rein, okay. Gegenwind, das heißt ein bisschen low, low, low. So, er geht ein bisschen nach links, aber das stellt kein Problem dar. All right, in the fairway. Down on the course, let's check in with Nota Begay the third. He's looking at 148 yards to the front. 156 to the hole, pin in the right front. Ja, wir werden den Schlag machen mit dem Eisen 8. Wir haben aber Gegenwind. Ja, okay. Über die rechte Seite, denke ich. Und schön hoch anspielen. This could be a good one. Sauber, 7 Fuß. A little bit more. I know it's 10 feet, but come on, one a little bit closer. Und auch hier, eigentlich ein einfacher Putt vom Prinzip her. Aber was ist schon einfach? Es geht wieder leicht bergauf. Es geht leicht bergauf, aber wir haben, und das ist immer das Wichtigste, wenig Seitenbreak, wenig Break. Fast gar nicht, würde ich sagen. Deswegen über die rechte Seite. Und sauber gepattet. 4 unter. That a third consecutive birdie.
And he'll get it now to 4 under par, just 2 shots off the lead. So, wir haben uns die Top 10 gespielt. The 8th, 237-yard par 3, just a necklace of bunkers surrounding the green. What's the best approach? You come out through that chute or that hallway of trees there, and this being the longest of the 4 par 3s at TPC Sawgrass, the green actually plays much smaller than what it looks because of that narrow entry. Oh, nein, 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 da nehmen wir auf jeden Fall das Hybrid. Und es ist ein Paar 3. Eigentlich zählt sie nur aufs Grün zu kommen, 2 Putts und dann mit dem Pärchen runter zu gehen. Aber ich überlege gerade, eigentlich haben wir hier genügend Luft. Ja, okay, wir haben ja Gegenwind, sehe ich gerade, und zwar ordentlich. Das heißt, der wird kurz. Okay, nochmal schauen. Ja, und wenn wir die Kurve reinspielen, dann wird er auf jeden Fall noch kürzer. So, die Kurve. Hoch anspielen, damit er liegen bleibt. Einfach auf dem Grün zum Liegen kommen, das wäre okay. Ah, Pin High würde ich fast sagen. 25 Fuß, das ist okay. 200, über 220 Yards geschlagen und dann 25 Fuß, das ist okay. So, okay, das Ganze ist wieder Level. Okay, es geht ein kleines bisschen, sind da rote Stellen, wo es ein bisschen hoch geht. Aber im Endeffekt zählt einfach nur an das Loch kommen, um ein sicheres Tap-In zu machen. Ja, am Anfang bricht es mehr, hinten wird es dann weniger. Ja, wenn wir lieber weiter links sind, dann rollt er eher zum Loch, als dass er dann, wenn er vorbeirollt, wegrollt. Ja, so stelle ich mir das vor. Ah ja. Not quite online and that'll drift a couple feet by. Auch hier wieder ein guter Putt. Bin ich sehr zufrieden. Bin ich sehr zufrieden, denn jetzt haben wir nur ein Tap-In. Okay, that in for par here at the 8th. And he'll remain. So, letzte Bahn für die Front 9. Frank, the 9th is really a good par 5, isn't it? There's so many options here. Just play it away, sort of 3-wood it down there, then go to the right and sort of wedge it on the green. But it's very tempting, especially in the right wind conditions. And that's if they're coming over your shoulder for a right-hander from right to left. Then this par 5 is very reachable. Ja, das ist ein ganz besonderes und spannendes Par 5. Vor allem hier, wenn man hier versucht, mit dem zweiten das Grün anzugreifen, dann muss man entweder eine Wahnsinnskurve spielen, ein Wahnsinnsdraw oder halt dann wirklich über die Bäume. Aber wichtig ist halt vor allen Dingen, dass man hier den Ball erstmal sauber hier ablegt, denn zu weit rechts bedeutet Gefahr und die wollen wir natürlich vermeiden. So, okay, ein bisschen reindrawen, damit er auf jeden Fall hoffentlich, ja, so machen wir das. Und er hat ja noch ein bisschen Wind. Okay, das sollte so passen. Startet rechts, geht in die Kurve und wird ein bisschen nach rechts springen. 273 Yards Carry und 307 mit Roll. Das ist gut. 284 haben wir jetzt, glaube ich, noch bis zum Stock. 245. Ja, der Wind drückt den nach links. Der Wind drückt ihn. Und wenn wir den dann noch ein bisschen drohen. Okay. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, sonst rennt er uns da hinten in den Bunker. Ja. Okay. Er nimmt extrem gut die Kurve an, eigentlich. Das passt. Mit ein bisschen Glück rollt er. Ja, bis kurz vors Grün, das wird ein schöner Chip. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. Hervorragend. Yep. 25. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht auf der anderen Seite, also dass er nicht zu schnell wird.
So. Augenblick. Ja, nochmal resetten hier. Ein Pitch. Ja, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Okay, der rollt dann sowieso nach rechts. 24. Ja. Ja. Vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Ah, Birdie-Chance. Shot after shot. More evidence there with that beautiful touch. He's been so automatic on this front side. This for Birdie. Yep, jetzt haben wir nochmal einen Birdie hier auf der letzten Bahn bei den Front 9. Ups, falsch rum, falsch rum. Es bricht von links nach rechts. Es bricht von links nach rechts. Sehr gut. 500 Paar. It is a birdie at the ninth, and that will be a 31 on the front side, 5 under par. Similar to the first hole, the 10th is a relatively short par 4, 424 yards, but it requires accuracy and some strategy. You have to put your ball in the right place, you have dog leg left, you have trees on the right, and don't forget about that big bunker on the left-hand side. So, das ist also die 10, aber die werden wir nicht jetzt spielen, sondern die bekommt ihr erst im nächsten Video wieder zu sehen. Ihr wisst ja, wir spielen immer Front 9, Back 9 und wir schauen nochmal hier kurz aufs Leaderboard. Wir haben also schöne 5 Birdies gespielt, haben die Sache also relativ gut im Griff. Kämpfen mussten wir, glaube ich, jetzt noch an keiner Bahn. Also das funktioniert ganz, ganz gut. Und das Leaderboard zeigt uns, dass wir im Moment geteilter Zweiter sind. Aber man sieht auch, es ist alles ganz eng beisammen. Die nächsten geteilter Vierter alle mit 4 unter Paar. Okay. Bei mir geht es hier gleich weiter mit den Back 9, aber für den Moment bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und ihr hattet vor allen Dingen auch wieder Freude daran, dass wir wieder hier Karriere spielen. TPC Sawgrass ist einfach ein toller, toller Platz. Den muss man einfach gesehen haben und vielleicht irgendwann ja auch mal gespielt. Auf jeden Fall haben wir hier in EA Sports PGA Tour die Gelegenheit dazu und ich freue mich, wenn ihr auch zu den Back 9 wieder einschaltet. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss zu Cheerio und wünsche euch weiterhin ein schönes Spiel. Bis bald, euer Baden-Farmer.